Hallo zusammen, ich mache heute zum ersten Mal schwarzes Gold in meinem Leben. Das ist ein Rezept für eine dunkle Soße. Habe ich von meinem Arbeitskollegen bekommen. Ich habe keine Ahnung vom Kochen. Die Zutaten sind hier. Knochen, Rinder- oder Kalbsknochen zum Anbraten. Wein zum Verfeinern. Tomatenmark kommt vieles dazu. Zwiebeln, Sellerie, Gewürze, Lorbeer, Nelken und dann Salz und Pfeffer. Honig zum Abschmecken und dann noch jede Menge Wein. Und nachher geht es weiter, wenn ich alles vorbereitet habe. Also ich bereite im Moment gerade mal die Selleriestückle vor, damit ich die nachher in den Topf machen kann. Zwiebeln habe ich schon, die werden noch klein geschnitten. Und ich habe auch kein Maß, wie viel von allem und wie groß die Würfel werden. Das ist alles ein Versuch. Und wie sie schmeckt, erzähle ich euch dann, wenn sie eingekocht ist. Also meine Vorbereitungen sind jetzt soweit beendet. Ich habe Zwiebeln grob geschnitten, ungefähr auch Sellerie, genauso grob, gleiche Menge, kenne ich mich noch nicht aus. Schaue ich mal, was geschmacklich rüberkommt. Da habe ich hier so ein Paket Rinderknochen. Die nächste Filmsequenz wird dann sein, da gehen wir ins Zelt und werden dann mal anfangen, die Sache ganz ordentlich scharf anzubraten. Mit der Rinderknochen werde ich anfangen. Dann Zwiebeln dazu und danach die Sellerie. Und dann sehen wir wieder weiter. Also wir sind noch ziemlich brutal heiß. Ich mache das Fleisch jetzt ein bisschen da auf die Seite und dann kommen die Zwiebeln dazu. Und die wäre jetzt dann auch mit angedünstet. Nicht angedünstet, eigentlich auch scharf angebraten. Da werden wir das jetzt dann wieder aufs Feuer stellen. Ein bisschen die Flamme runter reduzieren. Und das Ganze jetzt nur wieder ein bisschen köcheln lassen. Hey, das wird der Wahnsinn. Ich schwör's genau, das wird ober. So, jetzt sind wir zurück wieder auf dem Feuer. Zwiebeln und Knochen. Öl ist ja nach wie vor drin. Und das lassen wir das jetzt wieder richtig scharf anbraten, ab und zu umrühren. Und von dem Wein, der danach dazu kommt, auch immer mal einen Schluck probieren, dann wird die Soße garantiert was. Also ich mache jetzt im Moment dann mal noch ein paar Nelken dazu. Ich denke so ein Euro-Stück groß, vielleicht noch eine mehr für den Geschmack. In den Topf auch anbraten, wird gleich umgerührt und Lorbeerblatt auch. Wird auch mit angebraten. Da mache ich auch mal so eine Handvoll rein, vielleicht nochmal eins. Das verkocht sich ja. Und jetzt nochmal alles durchmischen und weiter Gas geben. Die Zwiebeln werden schon richtig schön glasig, bräunlich. Und es riecht schon richtig lecker. Du wolltest schon was zum Topf sagen. Ein prima Topf. Genau das Richtige für die Menge, die wir machen. Dreibein unten drunter, gusseiserner Topf. Und der ganze Topf kann man sicher bestellen im Jotteland. Ja, also ich habe mir noch zwei Assistentinnen geholt. Wunderbar machen die das. Die bereiten das Tomatenmark vor. Ich die Büchse vom Türken und das aus dem Edeka. Und das drücken wir jetzt alles rein. Vielleicht machen wir vorher noch mal einen kurzen Blick in den Topf, wie es jetzt aussieht. Zwiebeln, Fleisch, wunderbar köchelt. Und jetzt kommt das Tomatenmark dazu. Von hinten drücken, Mädels. Jawohl, rein damit. Okay. Auch schön fest alles. Viele Köche. Ich gehe mal da rein mit dem Holzlöffel. Und das Ganze muss jetzt auch wieder scharf angebraten werden. Vielleicht spüle ich das Ganze schon die Dose noch ein bisschen mit Rotwein aus. Das kommt ja eh nachher in die Soße. So. Jetzt rühre ich mal um, dass das Ganze auch nach unten kommt.
und am Boden richtig anschwitzt. Ich mache jetzt noch ein bisschen Rotwein in die Dose und dann spüle ich den Rest raus, nehme noch einen Löffel dazu, damit wir auch alles verwendet haben und nichts irgendwie in den Müll kommt, was noch lebensmittelmäßig wäre. Okay, brauchen wir noch einen Löffel, dann probieren wir es mit dem, dann rühren wir das alles unten auf und dann kommt auch das restliche Tomatenmark mit dem Rotwein in die Soße. So. Hervorragend. Das Ganze immer noch ein bisschen köcheln und dann geht es nachher weiter. Also das Ganze ist jetzt schon recht gut scharf angebraten, das ist auch schon gut eingekocht. Ich habe mich jetzt entschieden, einen Wein dazu zu machen aus Oberkirch. Also wir machen kein Fusel dran, es soll ja auch eine gute Soße werden. Das ist ein Qualitätswein. Da probieren wir erstmal einen Schluck davon, bevor wir dann die Soße machen, das ist ja auch klar. Weil die Soße kann natürlich auch noch was werden, wenn der Wein was ist. Tolle Farbe. Ja, wunderbar. Also ganz toll. Den lasse ich bei mir im Becher, dann schütte ich natürlich nicht in den Topf. Ich mache noch sogar noch was rein. Muss ja nicht alles an die Soße. Jetzt tun wir das Ganze mal hier ablöschen. Und da haue ich die ganze Flasche dazu. Ihr fragt euch bestimmt, was wir mit dem Sellerie noch machen. Aber da habe ich mich entschieden, den nicht anzubraten, den will ich nachher mitköcheln lassen. So, die Flasche ist leer. Der Topf ist halber voll. Einmal kurz umrühren. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen ziehen, damit sich alles verteilt. Und dann werde ich das Sellerie dran machen. Na ja, wunderbar. Mal gucken. Ach, jetzt schon ein wirklich klasse Aroma. Da ist noch kein Gewürz dran und gar nichts. Fast schon zum Reinliegen. Der Wein ist drin. Wenn man mal hier in den Kochtopf reinzieht mit der Kamera, dann stellt man fest, dass das Ganze auch schon wieder kocht. Und dann kann man jetzt auch den Sellerie dazu geben, damit das Ganze mitköchelt. Was noch wichtig ist, da bin ich noch in der Erprobungsphase, weil das ist ja auch meine erste Soße, weiß ich noch nicht. Im Rezept heißt es, es käme Piment dazu. Kenne ich eigentlich gar nicht. Habe ich aber hier und das mache ich jetzt auch gleich dazu. So sieht es aus. Ich kann mal ranriechen. Kenne es eigentlich gar nicht, aber es gehört wohl dran. Hat so was von Nelke, Lorbeer, Blatt zusammen, finde ich. Nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht, wie viel. Machen wir auch mal wieder so 2 Euro Stück Fläche in der Hand. Oder ich frage mal die Chefköchin nebendran. Silvia, was meinst du dazu? So? Also, mehr machen wir nicht. Rein in den Topf und rühren. Nein, ich bin so. Und jetzt wird das Ganze dann mal ganze Weile gekocht und köcheln lassen. Und es geht dann weiter, indem wir natürlich noch mehr Wein dazu machen. Portwein habe ich noch da. Oder Rotwein. Und dann kann man das Ganze verflüssigen, bis es ziemlich flüssig ist. Und dann wird es reduziert beim Kochen. Über die Zeit. 2 Stunden, 1 Stunde, je nachdem wie heiß ihr es habt. Also unsere Grundsoße war schon relativ dick im Moment. Da haben wir uns nochmal entschieden, ein bisschen Flüssigkeit dazuzugeben. Wir haben nochmal ein bisschen Rotwein dazu gemacht und ein bisschen Wasser dazu. Das macht man normal nicht, aber wir haben es probiert ja auch zum ersten Mal. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir mit dem Topf von der Feuerstelle runtergehen. Wir haben nebendran jetzt den Deckel bestückt mit Eierkohle, mit Blut. Das tun wir jetzt vom Feuer runter
und dann der Deckel oben drauf und dann kriegt der ganze Soße-Food kriegt dann die Oberhitze und köchelt dann schön vor sich hin. Ja. Das lassen wir dann mal eine Weile stehen, gucke ab und zu mal ran und rein und dann werden wir, wenn es dann soweit ist, abschmecken, nochmal den Balsamico-Essig, den schwarzen, dazugeben. Und dann wird das Ganze nachher, je nachdem wie dick man die Soße haben wolle, eingekocht. Auf dem Feuer, ordentlich Gas drunter und dann sehen wir, wie dick oder wie dünn sie wäre sollen. Jetzt wird umgebaut. Ja. Also der Deckel, da gibt es einen Griff von dem Topf. Kann man schön hochheben, die Glut ist oben drauf. Verschließe jetzt den Topf. Dann wird der Henkel hochgeklappt und dann können wir das Ganze jetzt von der Feuerstelle runternehmen. Aber da stelle ich dazu auf. Nicht, dass wir irgendwas verschütten. Oh, da ist ein ganz schönes Gewicht drin. So. Da sieht man, wie es oben schön glüht. Die Hitze ist unten vom Topf noch da. Oben kommt die Hitze jetzt dann durch den Deckel durch. Und jetzt können wir das Ganze mal hier noch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde so köcheln lassen. Danach gucken wir wieder rein und gucken, was wir alles noch dazu machen. Und schauen wir, wie weit wir dann sind. Bis nachher. Also wir haben ja eine Pause eingelegt im Moment bei unserer Soße. Die köchelt noch unter dem Deckel mit der Glut oben drauf. Jetzt wird dann weiterverfahren, wie gehabt. Kommt jetzt nochmal was zum Verdünnen dran, aber nicht irgendwie Wasser, sondern irgendwas, was man auch schmeckt. Und auch wie gehabt, vorher erstmal probieren und immer auch mit Freunden probieren. Ein großes Glas für mich, ein kleines Glas für dich. Ein kleines Glas für dich. Und dann kommt der Rest an die Soße, dann haben wir alle was davon. Allah, zum Wohl. Zum Wohl. So, wie ihr seht, die Glut ist ziemlich durch an unserem Soßentopf. Wir sind alle selber gespannt. Wir schauen jetzt einfach mal rein und dann entscheiden wir nach einem kurzen Cut im Film, wie wir weitermachen. Hey, das dampft. Ich blase mal den Rauch ein bisschen weg, sieht man was? Oh, und das duftet. Mmh. Oh, das wird richtig gut, das wird perfekt. Und jetzt kommt von einem guten Portwein dann was rein, denke ich. Die Asche hier ein bisschen weg. Und dann werden wir es wieder draufstellen. Und danach dann wahrscheinlich mal absieben. Aber das entscheiden wir jetzt dann erst. Cut! Also, wir haben jetzt noch nicht weitergemacht. Ich habe mich entschieden, mal kurz zu probieren, aber ich denke, das ist olle heiß. Oh nein. Noch keine Gewürze dran, noch gar nichts. Ah, das ist der Hammer. Also, ihr könnt es jetzt leider irgendwie nicht probieren, aber wenn das noch abgeschmeckt ist, dann weiß ich nicht, dann gebe ich nichts ab, dann friere ich alles ein. Super. Ja. Also ich habe den Deckel ja jetzt hochgehoben, schon probiert und ich bin der Meinung, zum Reduzieren der Soße fehlt jetzt noch Flüssigkeit, sie ist schon ziemlich dick und deswegen kommt jetzt das Gute dran. Der Portwein, oh, da haben wir aber schon was getrunken davon, egal, ran damit. Ah, die Silvia will noch einen Schluck. Das geht dann an das Hause Fröhlich. Und im Rezept steht ja auch, es muss dunkler Basilikum dran, Basilikum-Essig. Bei der Menge, wo wir haben, den probiere ich jetzt nicht. Riecht gut. Schauen wir mal, was rauskommt. Ah ja. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Weil ich denke, ich mache alles dran. Ist ja auch die erste Soße, da kann man ja mal ordentlich probieren. Dann wird alles nochmal schön aufgekocht und dann werde ich es absieben, bevor ich es einkoche, das heißt reduziere. Dann werde ich nur noch die eigentliche feine gesiebte Soße erhitzen und einkochen, so dick wie ich sie dann haben will. Gewürze ganz am Schluss. So, der Topf ist dreiviertel voll, perfekt. Fortsetzung folgt.
Also, ich habe unsere Soße jetzt vom Feuer runtergenommen. Werde jetzt mal die groben Stücke Fleisch und Sellerie rausangeln. Und nachher dann den Rest durch den Sieb noch durchschütten, dass ich dann wirklich nur die Soße noch habe, ohne irgendwelche gröberen Stücke. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Dann wird wahrscheinlich eingekocht, Honig dazu, abgeschmeckt, Salz, bisschen Pfeffer. Und dann wird so lange gekocht, bis sie schmeckt, wie ich sie haben will. Ich fange mal an. Bin auch selber mal gespannt, was eigentlich noch übrig bleibt. Ich gehe, glaube ich, nachher auch noch mal die groben Stücke durchwaschen. Durchwaschen heißt mit Rotwein nochmal abspülen und dann nochmal in die Soße rein, sonst wird man zu viel von dem guten Material verlieren. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, sonst verlieren wir zu viel. So. Wenn alles durchgesiebt ist, zeige ich euch die Erfolgsquote. Wir müssen den großen Sieb nehmen. Dann haben wir nachher keine Soße mehr drin, oder? Also der feine Sieb, der ist ruckzuck zu. Das funktioniert leider. Jetzt habe ich einen gröberen großen genommen. Da geht es wunderbar. Da werde ich das jetzt nochmal komplett durchsieben und nachher dann den kleinen Feinsieb nehmen. Gut, das sieht man schon. Alles ein bisschen improvisiert, aber so muss es sein, wenn man zum ersten Mal eine Soße macht. Sonst könnte es ja jeder. Ich habe jetzt mit dem Feinsieb, hat es ja nicht hingehauen, habe ich euch gerade erzählt. Ich habe so ein großer Nudelsieb genommen, prima, alles grobe zurück. Die feine Soße ist hier durchgelaufen. Im Moment würde ich so sagen, haben wir gute 3 Liter. Wir haben aber auch ja ordentlich Wein, Portwein, Rotwein und von dem Balsamico Essig dazu. Im Moment ist es geschmacklich sehr gut. Klein bisschen Bitterstoff drin, ich weiß nicht, wo er her ist. Trägt aber keine große Rolle. Zum Verfeinern im Moment, bevor ich sie dann wieder weiter aufkoche, zum Reduzieren, kommt jetzt mal Honig rein. Und da kann man eine ganz gute Portion reinmachen zur Süße. Ja, da klebt ein bisschen, ist kalt bei uns hier in der Jurte, weil hier ist nichts gestellt, wir sind im Freien. Es regnet auch draußen. Aber das klappt. Ich bin im Moment guter Dinge, dass es gut wird. Ich weiß nur noch nicht, was für ein Gericht ich dazu mache. Mein Anliegen war ja heute, einfach nur mal eine Soße auszuprobieren. Welches Fleischgericht dazu kommt, weiß ich noch nicht. Aber so Soßen macht man ja in größerer Menge, damit man das auch dann einfrieren kann und jederzeit rausholen kann, portionsweise. Jetzt habe ich mal 3 richtig große Löffel. Das sind eigentlich keine Teelöffel, das sind ja schon Esslöffel, was ich dazu gemacht habe. Die mache ich jetzt mal rein. Dann fange ich an, das nochmal aufzukochen und so weit einzureduzieren, wie ich mag. Am Schluss dann Salz und Pfeffer. Dann werden wir sehen, wo wir enden und wie es schmeckt. Also, nachher geht's weiter. So sieht es im Moment aus. Noch ein bisschen dünnflüssig, aber jetzt reduzieren wir ein auf den Grad, wo wir haben wollen. Also wir verdicken sie. So, jetzt kommt unsere Soße vom Feuer, weil die ist gut eingekocht, die dampft wie verrückt. Der Honig, den ich dazu getan habe, hat seine Wirkung voll gezeigt. Genial, süßlicher Geschmack. Jetzt lasse ich es abkühlen. Ich denke, weil heute Abend werden wir sie nicht mehr essen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer kann jeder nach Belieben. Schaut mal hier in den Topf, wunderbar. Ich rühre hier mal ein klein bisschen um, blas noch. Schön sämig. Sie kann noch ein bisschen mehr einkochen beim Aufwärmen dann für das Gericht. Ideal.
So, ich sage euch mal vielen Dank. Das war jetzt so meine erste Filmaufnahme beim Kochen, auch meine erste Soße. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, auch bei Jotteland, Ralf Fröhlich und Familie. Die haben ja die hier alles zur Verfügung gestellt, tatkräftig mich unterstützt. Und vielleicht sehen wir uns mal bei einem anderen Video wieder, wenn ich was Neues ausprobiere. Ich habe schon was im Kopf. Tschüss.